Secondhand-Tiere e.V., gemeinsam für Tiere aus zweiter Hand. Wir werden oft gefragt, was unser Verein eigentlich macht. Um das einfach und verständlich zu erklären, hier ein paar Beispiele. Das sind Christine und Armin. Die beiden wünschen sich schon lange einen Hund und gingen daher zum örtlichen Tierheim. Mitglieder unseres Vereins haben die beiden dabei beraten, welche Hunderasse, Alter und Charakter zu ihnen und ihrem Alltag am besten passt. Das ist Sabrina, eine ehemalige Tierheimpatin, die ihren dortigen Schützling nun als neue Halterin mit nach Hause nehmen darf. Da es Sabrinas erster Hund ist, erhält sie von unseren Mitgliedern wertvolle Tipps zur richtigen Haltung, Beschäftigung sowie Ausbildung und Training ihres Tieres. Das ist Petra. Sie kommt mit ihrem Hund aus dem spanischen Tierschutz leider nicht so gut zurecht, da er ein ziemlicher Rabauke sein kann. Dank vieler Tipps unserer Mitglieder, gemeinsamen Spaziergängen und Hundetrainings kommt Petra nun mit ihrem Hund viel besser im Alltag zurecht. Das ist Herr Reinhardt. Er ist Besitzer eines Lebensmittelladens und möchte als überzeugter Tierfreund gerne etwas Gutes tun. Im Eingang des Ladens von Herrn Reinhardt steht nun eine große Box, in die Kunden Futterspenden einwerfen können, um so uns und unser Anliegen zu unterstützen. Jeanne, eine ebenfalls überzeugte Tierschützerin, betreibt eine private Auffang- und Vermittlungsstation in Belgien. Dies finanziert sie größtenteils aus privaten Mitteln und Spenden. Da besonders das Futter für die Tiere sehr teuer sein kann, unterstützt unser Verein Jeanne mit regelmäßigen Futterspenden, zum Beispiel aus unserer Spendenbox. Einmal pro Monat trifft sich unser Verein beim Schlammtisch, um aktuelle Projekte und neue Möglichkeiten zu besprechen, im Tierschutz zu helfen. Mehrmals im Jahr veranstalten wir spezielle Events wie das beliebte Herbstfest, deren Erlöse ebenfalls ausschließlich in den Tierschutz fließen. Besuchen Sie doch mal unsere Homepage oder Facebook-Seite, um uns und was wir tun noch näher kennenzulernen.